Es wird auf die Fußgänger keine Rücksicht genommen. Unsere Vorschläge wurden ignoriert. Die Inseln können die Ampel nicht ersetzen. Wir hatten ein gewisses Mitspracherecht. Der Landkreis hat ja ein europäisches Projekt mit einem Nachbarlandkreis aus Polen entwickelt und hat sich dann entschieden, als Baulastträger die Straße Brunnach auszubauen. Und wir wohnen als Anlieger sozusagen für und zuständig für die Gehwege und Radwege mit hinzugezogen. Wir müssen also einen kommunalen Anteil leisten und hatten auch ein gewisses Mitspracherecht bei den Planungsentwürfen. Und insgesamt wird die Straße natürlich auch durch Anliegerbeiträge finanziert. Das heißt also, jeder Grundstücksanlieger muss für seine Flächen einen entsprechenden Beitrag leisten. Und ihr habt eben der zuständige Mitarbeiter alle ausgerechnet und Bescheide erstellt, sodass alle Anlieger dann eine konkrete Rechnung oder einen Bescheid bekommen, auf der Grundlage sie dann bezahlen dürfen. Hat sich die Verkehrssituation denn nach dem Umbau gebessert? Sie jetzt? Na, der Verkehr ist ja als solche gleich geblieben. Ja. Der hat sich ja nicht verstärkt oder vermindert. Also meine Einschätzung ist, es gibt keine Behinderung durch diese Verschmalerung der Straße. Also fließt durch der Verkehr. Wir haben natürlich, wenn da sind dann Querungslippen eingebaut worden. Wenn da der Bus hält, dann staut sich das für einen kurzen Moment. Aber das ist noch im verträglichen Maß, möchte ich mal behaupten. Diese Stellplätze werden sehr gut angenommen. Über die taktilen Querungshilfen, also was zu dieses Barrierefreie gehört, weiß ich nur, die sind überall eingebaut worden in jedem Kreuzungsbereich. Wie ihr jetzt selber schon bestimmt mit der Kamera jetzt feststellen konntet, dass die sehr abgeflachten Borde auch nicht farblich kenntlich gezeigt wurden. Und da ein Blindenführhund, der auch nur schwarz-weiß sieht, kann dann diese minimalen erhöhten Borde sehr schlecht erkennen. Hallo Entwicklung, ich bin das Lea. Wir haben uns gestern schon über die weißen Stellen am Ende des Weges unterhalten. Mhm. Und du wolltest dich ja darüber nochmal erkundigen. Ja. Würdest du uns gerne erzählen, was du darüber in Erfahrung gebracht hast? Ja, kann ich machen. Ich habe gestern nochmal mit meiner Führungsschule telefoniert. Und die Hunde, sag ich mal so, die jetzt momentan in der Ausbildung sind, ist das in der Ausbildung nicht mit drin, weil, oder teilweise nur in der Ausbildung mit drin, der kommt drauf an, wo die Blinden eben halt gerade wohnen. Sag ich mal, wie weit ist dort diese Wegekennzeichnung ausgebaut? Wo ich meinen Hund Balu bekommen habe, da war diese Wegekennzeichnung und beispielsweise noch nicht so jetzt ausgeprägt, wie jetzt das in der Pfitzner Straße der Fall ist. Okay, danke schön. Welchen Sinn haben denn diese weißen Steine mit den Griffeln oder mit den Knubbeln? Das sind so eine taktile Querungshilfen. Das heißt, man kann sie spüren mit dem Stock. Aber man kann sie auch optisch noch wahrnehmen. Es ist nicht so, dass es für Blinde ist, sondern für Sehbehinderte, die eine starke Einschränkung in der Sicht haben. Also das, wo nur noch verschwommen und Maskerei machen kann. Und da sieht man eine helle Farbe, was sie abgrenzt zu den Grauen. Und dann werden sie aufmerksam, die wissen, dass es eine Klärungshilfe ist. Wenn man sich das in anderen Städten anguckt, dann wurde überall so gebaut in den letzten Jahrzehnten. Also es ist nicht nur bei Freiwalde so. Warum wurde die Ampel am Rosenkaffee abgeschafft? Das ist, wie der Lehmann schon sagte, eingangs, ist ja ein Bauvorhaben vom Landkreis. Der Landkreis ist Formsträger und ist, hat auch das Recht auf die Deutsche gehabt. Wir haben unsere Möglichkeit, der Einspruch ist der Haft und so weiter und so fort. Und das
ist der Tatsache schuld, dass die Verkehrszählung keine andere Situation irgendwie zugelassen hat. Also das ist ein Ergebnis einer Verkehrszählung und eine Abwägung im Straßenverkehrsamt. Da hatten wir keinen Einfluss drauf. Du kennst ja ebenfalls noch die Wietzner Straße. Genau. Und du weißt ja auch, dass vorher mal eine Ampel da stand. Wie findest du denn das, dass jetzt nicht mehr da ist? Das ist nicht so gut, weil man sieht immer von morgens, wie die Kinder da einfach rüberrennen und meistens nicht mal verbreiten. Du hast auch schon die hören einfach nur. Das ist ja auch ziemlich gefährlich, ne? Ja. Würdest du dann die Ampel wieder zurückbauen? Ja, okay. Welche Gründe hatten Sie denn, um das Projekt Barrieredetektive ins Leben zu rufen? Also vom Seniorenbereich war es uns wichtig, generationsübergreifend auf Probleme aufmerksam zu machen. Denn Behinderung und Einschränkung mit Menschen im Alltag trifft ja nicht nur Senioren, sondern auch junge Menschen. Wir haben hier in Bad Freienwalde die Albert-Schweitzer-Schule, wir haben die Lorenzo-Schule, stark vertreten die Stefano-Stiftung auch mit ihren körperlich und geistig behinderten Menschen. Wir treffen immer wieder auf die gleichen Probleme. Haben Sie sozusagen den Bau schon hervorgesehen, dass sich da was tun muss? Welchen Bau? Bei der Pilsner Straße? Ja, wir haben uns ja damals auch aktiv an der Planung beteiligt. Heißt, Herr Lehmann hatte uns die Baupläne mitgebracht zur Vorstadtsitzung im Seniorenbeirat, haben dort schon unsere Beanstandung kundgetan, haben auch Einsprüche eingereicht beim Landkreis, selbst bei der Behinderten- oder Gleichstellungsbeauftragten, Behindertenbeauftragten beim Landkreis, hatten aber bisher immer noch kein Feedback. Also unsere Kritik, die wir getan haben, ist bisher nicht gehört worden und wir haben auch noch keine Antwort bekommen. Okay, sollte die Wietzner Straße an bestimmten Punkten verbessert werden? Ja, der Gehweg musste und der Fahrradweg musste gekennzeichnet werden. Und die beste Überquerung einer Straße ist eine Ampel mit Signalton. Das ist die sicherste. Das mit Ampel haben wir schon von vielen gehört. Ja, ja, das ist echt eine Schande. Und hier die andere Ampel, wenn man von der Stadt kommt, zur Kreuzung, Berlin hoch und Hohen Wutzen, die ist nicht mit Signalton ausgestattet. Gibt es auch nicht in Ordnung. Die anderen sind aber nicht gerade diese. Okay, danke schön. Bitte. Also die Jonas-Steine mit Papol. Ich bin Korea damit schon hingefallen. Also mit meiner Rollkau kann man nicht wo laufen. Also so wie mein Kolbenmeer und mein Ringkrabe, das sind richtig ganz böse Papol. Ich bin 90% schwer beschädigt. Ich bin linksseitig gelähmt. Und für mich ist das Laufen eine reine Konzentration. Und die Fritzner Straße, wenn ich von der Feuerwehr bis zur Waldstraße, also bis zum Blumenladen, die läuft sich relativ gut, aber dann fängt das große Unheil an. Hier sämtliche Zufahrtswege und Straßen. Da laufe ich auf jeden Waldweg besser. Ich habe so eine Angst vorm Hinfallen. Ich muss sehr aufpassen. Und wenn ich einmal falle, ich komme nie wieder alleine hoch. Das geht nicht mehr. Also ich kann es mir im Prinzip gar nicht leisten, zu fallen. Haben Sie die Planung des Baus vorher gesehen? Nein. Also ich meine den Bau der Straße, meint er jetzt. Ja, genau. Nee, darüber erst zu spät informiert, da waren die Planungen schon abgeschlossen. Wir
Wir haben uns versucht, in die Lage von behinderten Leuten hereinzuversetzen. Egal ob Handicap, Rollstuhlfahrer, Taube oder blinde Leute. Dazu sind wir in die Briezner Straße gefahren und haben versucht, mit einem Blinden die Straße zu überqueren und mit einem Rollstuhl. Wir haben auch ein paar Bürger gefragt und den Bürgermeister haben wir auch gefragt, wie er dazu steht, zur Briezner Straße, ob es für behinderten Leuten einfacher ist. Dazu haben wir Barrieren gefunden, auf die wir nie geachtet hätten. Und uns wurde klar, damit es im Leben überall Barrieren gibt. Ja, also ich bin Lia und ich gehe aufs Gymnasium und wir sind jetzt hier im Offi. Und, also im Moment draußen, aber ist sehr schön hier die Woche gewesen. Und morgen fahren wir halt in Filmpark Babelsberg. Wir haben die Briezner Straße untersucht als Barrieredetektive. Ja. Lea? Ja, also ich bin Lea, komme von der Oberschule aus Bad Frankenwalde. Und die Woche hier bei den Barrieredetektiven war eigentlich echt interessant, so bei dem, was man so erfahren hat, also wie das Betroffene sehen. Okay. Halt mir hier voll. Ja, was hat hier denn gefallen? Der Film mit den Blinden. Wollt ihr hier rein? Mir hat der nicht gefallen. Sag Oma vielleicht. Ja, was? Was könnte man sagen? Also mir hat gefallen, dass wir zum Beispiel mit einer DIN rumgefahren sind, das hat mir zum Beispiel gefallen. Ich bin der Justin, komme von der Oberschule Bad Frankenwalde und ich mache hier bei dem Projekt Offi mit. Und die Tage waren sehr schön hier. Wir waren Montag erstmal hier im Offi und dann hier im Dienstag und Mittwoch im Stephanus Werkstatt. Sind dann zur Friedrichstraße Straße gelaufen, was ja unsere Hauptaufgabe war, und zu filmen und die Barrieren auf der Straße zu finden, und hatten auch einen Blinden dabei, der uns seine Schwächen und was er besser machen würde gezeigt, und da hat mich die Frage sehr angetan, wie ein blinder Bus fährt, und er meinte, ja, die Technik ist heutzutage sehr weit und gucken im Internet und so, und wenn sie in einer anderen Stadt sind und kein Internet haben oder so, fragen sie einfach jemand anderen. Ich bin Pauline, bin 15 Jahre alt und gehe auf die Oberschule in Bad Frankenwalde und mache jetzt zum zweiten Mal bei dem Projekt mit, weil ich es immer wieder interessant finde, die Meinung der anderen Bürger und auch der Betroffenen zu hören und auch neue Erfahrungen zu sammeln, weil ich mich dafür interessiere, ob nun körperlich oder geistig Behinderte wirklich in unserer Umgebung hier akzeptiert werden oder nicht. Und das interessiert mich immer wieder aufs Neue.